Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Bayern München Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. In der letzten Folge haben wir uns das Team angeschaut. Da habe ich ja den FC Bayern München komplett verändert, habe Spieler wie Dusan Vlahovic, Donnel Malen oder auch Neymar verpflichtet. Aber bereits schon vor dem Karrierestart. Wir haben auch der Kevin De Bruyne hier und ich habe auch ein paar Spieler auf die Wunschliste gesetzt und da sind einige, nämlich Boykema, Otavio, Openda, Freuler, Laporte, Gonzalez ablösefrei und Luis ablösefrei. Und ich denke, wir beginnen mit einem Florian Wirtz, der auf jeden Fall hier der teuerste wird, und ich habe da eine Idee. Wir werden ihn verpflichten. Profitausch, Mittelfeldspieler. Da haben wir nämlich Paul Pogba. Und ich werde sogar, glaube ich, Paul Pogba. Marktwert 59 Millionen. Ich weiß nicht, ob ich mit Pogba wirklich hier spielen soll. Weil wir haben hier natürlich Müller noch. Götze, De Bruyne, Jamal Musiala und deswegen oder Thomas Müller, aber Thomas Müller zu Leverkusen, das ist auch wiederum unrealistisch. Alexander Pavlovic könnte vielleicht eine interessante Sache werden. Wie schaut es sonst aus? Innenverteidiger technisch, da haben wir eigentlich auch nur drei, da brauchen wir eigentlich auch Verstärkung. Flügelspieler schaut es auch nicht so gut aus. Stürmer haben wir auch nur drei. Ich glaube, wir bieten nur eine Transfersumme in Höhe von 135 Millionen, auch wenn es ein bisschen zu teuer ist. Gehen wir mal rein. Das sind 2 Millionen mehr als der Marktwert hier. Und das war die reinste Zeitvergeudung. Dann müssen wir uns gedulden nochmal bei Florian Wirtz. Dann machen wir weiter mit Remo Freuler. Auch er ist ein sehr guter Mann, den ich auf jeden Fall verpflichten möchte hier. Dann verpflichten wir halt erstmal Remo Freuler. Auch für seinen Marktwert 17 Millionen. Plus Cambiasso. Ich werde das Angebot nicht annehmen, bleibe stets auf meine 17 Millionen und das ist ein faires Angebot. Damit könnte Remo Freuler hier einer unserer ersten Neuzugänge in der Karriere sein. Gehen wir rein, Rotation ist in Ordnung, der wird nicht so häufig spielen, 2 Jahre passt auch, eine Freigabesumme nicht und Gehalt ist auch in Ordnung, 77.000. Willkommen Remo Freuler, unser erster Neuzugang für das Mittelfeld. Hervorragend. So. Willkommen an der Säbener Straße. Remo Freuler. Auch schon bei Atletico Nacional unterwegs gewesen. Als wir eine Karriere mit ihnen begonnen haben. Aber irgendwie nicht so zum Zug gekommen. Klar ist er zum Einsatz gekommen, aber hier wird er definitiv öfters zum Einsatz kommen beim FC Bayern München. Remo Freuler hält die Nummer 7. Weiß nicht, ob das in Ordnung ist, aber er ist unser erster Neuzugang bei den Bayern. Für 17 Millionen sein Marktwert. Schauen wir mal. Es ist ein hervorragender Deal. Super. Dann haben wir unseren ersten Neuzugang hier verpflichtet, gehen auch in die Mannschaft dann rein, in die Teamzentrale und geben ihm natürlich dementsprechend die Rückennummer, die wir ihm auch geben wollen. Remo Freuler erhält nämlich bei uns die Rückennummer 16, das passt, das ist in Ordnung. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ein Stückchen voran hier. Denn ich möchte eigentlich
einen Florian Wirtz verpflichten, aber das war klar, dass es bei ihm ein bisschen schwieriger wird, ihn zu verpflichten, ne? Für ungelesene Nachrichten, ne? Und dann gehen wir mal rein hier und schauen uns mal die Mitteilungen an. Interesse an David, okay, das wird wahrscheinlich einer der nächsten Neuzugänge sein. Und Aidan Buchan ist glücklich. Ich sehe mich lediglich um. Und vor uns liegt viel Arbeit, so wie du hast mich beeindruckt. Genau, perfekt. So. Dann gehen wir natürlich nochmal in die Transferzentrale. Schauen uns erhaltene Angebote an. Für Buchmann 700.000 werde ich annehmen. Für Kuhn werde ich es auch annehmen. Pavlovic, ein Jahr Leihe nach Dortmund, okay. Hier bei Buchen werde ich es auch annehmen. Und Perez, Leihe zum Kauf. Und das werde ich ablehnen. Er wird unser dritter Torwart sein hier. Und Alaba, natürlich bleibt der hier beim FC Bayern München, das ist klar. Okay, dann probieren wir es nochmal bei Wirtz. Der Verkaufspreis liegt bei 200 Millionen Euro, aber vielleicht hast du auch mit einem Angebot von ca. 160 eine Chance. Okay, probieren wir das mal. Wir machen jetzt mal was. Wir machen das jetzt einfach. Paul Pogba. Transfersumme anbieten. 145. Plus Paul Pogba. 175 Millionen wollen sie. Oha, das ist immer noch zu viel für mich. Machen wir 160. Ja, 160, passt. Und dann verhandeln wir mit Florian Wirtz. 160 Millionen für Florian Wirtz, er wird natürlich ganz klar in das Team rotiert über 5 Jahre, jawohl, ist noch sehr jung, akzeptieren wir und gehalttechnisch kriegt er bei uns 135.000 plus einen Einstiegsbonus von 2 Millionen und nochmal einen Bonus bei Tore kriegt er noch 10% und Summe von 100.000 Euro. Wenn wir das absenden, und das ist ein faires Angebot für Florian Wirtz. Und damit ist er unser zweiter Neuzugang, unser Top-Transfer hier. Mit De Bruyne wird er auf jeden Fall für Furore sorgen im zentralen defensiven Mittelfeld. Oder im zentralen offensiven Mittelfeld. Florian Wirtz, einer meiner Top-Deals, die ich jemals in einer Karriere gelandet habe. Er passt zu den Bayern. Ist sehr interessant. Und unser zweiter Neuzugang. Er hält die Nummer 7. Das passt für ihn. Und willkommen im Team Florian Wirtz. Top-Transfer, wie ich finde. 160 Millionen kommt von Meister und auch das ist ein hervorragender Deal. Hat eine 88 und Paul Pogba wird wahrscheinlich doch eventuell den Verein verlassen, werden wir sehen. So, hier haben wir noch Angebote, Kolumuani, Lacazette, Lookman, Thuram, Pulisic, Sakani und Berardi sind alles Spieler, die ich uninteressant finde. Hier in diesem Scout-Bericht schaut es auch nicht so gut aus. Manuel Locatelli vielleicht. Aber auch er weiß ich nicht. Wir brauchen eigentlich zentrale defensive Mittelfeldspieler nicht. Wir brauchen eigentlich Innenverteidiger. Marquinhos? Nein, Bastoni auch nicht. Di Lorenzo nicht, Danilo nicht. Jonathan Tah wäre halt so ein richtig starker Spieler, wie ich finde.
Dann probieren wir es aber jetzt bei David. Oder sollen wir erstmal die Innenverteidigung verstärken? Mit Aymeric Laporte und Boykema. Nee, ich werde erstmal Boykema verpflichten, weil der ist billiger. Bietet natürlich seinen Marktwert, 13 Millionen. Plus Freuler, Tauschspiel entfernen, 13 Millionen. Und dann passt es, 17,2, wir einigen uns auf 15. 15 Millionen plus Weiterverkaufsgebühr von 10%. Und das nimmt der FC Bologna an. Und damit könnte Boykema unser nächster Neuzugang werden für die Innenverteidigung. Und damit auch unser vierter. Wir brauchen aber noch ein paar Spieler. Wird natürlich Rotation als Rolle im Kader bekommen. Vertragsdauer 4 Jahre. Er möchte 2 Jahre dann. Machen wir 3 Jahre daraus. Freigabesumme keine, akzeptiere ich. Und gehaltstechnisch passt das auch, 61.000. Sehr schön. Sam Boykema, unser nächster Neuzugang beim FC Bayern München. Sehr stark. Okay. Ist auch ein hervorragender Deal. Perfekt. So. Damit ist es unser dritter Neuzugang und wir gucken natürlich, wie so häufig in die Teamzentrale und auch die Rückennummer müssen wir ihm geben. Er kriegt hier die 14, das ist in Ordnung, das passt. Okay, damit ist Sam Boykema unser nächster Neuzugang hier beim FC Bayern München. Brutal. So. Dann werden wir noch mal ein bisschen vorangehen für Matthias Tell, erhaltenes Angebot von Arsenal. Und das ist natürlich interessant. Denn ich weiß nicht, ob das so häufig zum Einsatz hier kommen wird. Wir bieten mal 45 Millionen für ihn. Wobei, das ist schon zu viel. Wir bieten 10 Millionen mehr, 35 Millionen. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld für einen neuen Stürmer und das ist... Okay, dann einigen wir uns jetzt mit Jonathan David, wobei Openda ist schon auch ne, ist auch natürlich ein Brett, aber wir nehmen David. Openda ist ein bisschen teurer, deswegen David, der Verkaufspreis liegt bei 35,5 Millionen und das werde ich jetzt auch noch hier machen. Und was ich vergessen habe in der letzten Folge, ich muss einem Spieler die Rolle zum defensiven Mittelfeldmann überlassen. Wir bieten hier seinen Marktwert. Das ist ein faires Angebot für David. Okay, das läuft doch. David und Vlahovic da vorne im Sturm plus Luca Toni als Motivator ist schon richtig stark. Rotation. Ganz klar über 4 Jahre. Die werden sich streiten um die Stammposition. Und Gehalt kriegt er auch deutlich. Mehr 88 ist aber fast schon zu viel. Machen wir 83 plus Einstiegsbonus von 820. Und bei 10 Einsätzen 870.000. Er möchte 88. Ja, okay, komm. Bevor der Deal scheitert, machen wir das, weil wir brauchen noch einen Stürmer, nachdem Tell uns in Richtung Arsenal verlassen wird. Hier ist er. Jonathan David unterschreibt den Vertrag bei den Bayern. Wir gucken ja dann auch noch kurz in die Champions League. Er hält die 22, das passt. Willkommen beim FC Bayern München, Jonathan David. Sehr guter Deal, wie ich finde. 35 Millionen, das passt. Jetzt haben wir aber halt kein Geld mehr. Gucken wir mal, wie viel Geld wir noch
übrig haben. Hier 38 Millionen, okay. Gut, dann würde ich sagen, werde ich jetzt noch kurz in die Mannschaft gehen. In den Entwicklungsplan hier. Und wir geben dem Musiala in der Position natürlich defensiver Mittelfeldspieler. Genau. Okay. Somit würde ich sagen, war's das hier für diese zweite Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Ich bin raus. Macht es gut, haut rein und ciao.